wieder meinen Lesemonat für euch. Ich habe nämlich wieder sehr, sehr viele Bücher gelesen und davon waren auch fast alle sehr gut, beziehungsweise, ja, ich habe einen Flop leider dabei, aber okay. Ich fange am besten gleich mal an. Und zwar hat ja die liebe Kerstin Gier Anfang Oktober den dritten Teil der Silbertrilogie veröffentlicht und den habe ich mir natürlich auch so vorgekauft. Leider konnte ich mich nicht mehr so gut an Teil 1 und 2 erinnern. Deswegen habe ich nochmal den ersten Teil gelesen und dann habe ich auch nochmal den zweiten Teil mir reingepfiffen, damit ich ja so richtig im Fieber drin bin und direkt weiterlesen kann. Falls ihr die Reihe noch nicht kennt, was ich allerdings bezweifle, denn das ist eine Romantic Fantasy-Reihe, eher für eine jüngere Zielgruppe, aber man kann die auch lesen, wenn man auf jeden Fall schon älter ist. Und ja, es ist einfach zuckersüß und witzig mit halt ein paar Fantasy-Elementen. Es geht halt hier verstärkt um das Träumen, um das Miteinanderträumen und auch das Beeinflussen der Träume. Und wie gesagt, kam eben Anfang Oktober jetzt der dritte und leider letzte Teil raus. Und der ist so, so, so hübsch. Schaut ihn euch an. Oh Gott, die Kamera springt schon vor lauter Schönheit dieses Buches. Ja, ich habe mich sofort in dieses Cover verliebt. Und hab mir vorbestellt, ich lege das Buch lieber mal hin, damit die Kamera wieder klarkommt. Und außerdem habe ich mir meine Rippe angebrochen, glaube ich. Und ich sollte nicht mehr so schwere Dinge hochheben. Ja, was ich euch noch dazu sagen kann, bevor ich ja mehr zu dem Buch sage. Ja, ich bin ja noch ein bisschen ja, wehmütig. Denn um dieses Buch gab es wochenlang ein Gewinnspiel. Und man konnte eben Karten zu einem exklusiven Fan-Event gewinnen. In Berlin sollte das stattfinden mit der Autorin und einigen anderen Überraschungen. Und ich habe das tatsächlich gewonnen. Bei der letzten Gelegenheit. Ich war so, ich bin so aufgeflippt vor Freude. Habe mich schon dort in Berlin gesehen mit der Autorin. Und was kann dann? Ich habe gefragt, ob das Ganze auch rollstuhlgerecht wäre. Einfach nur mal nachgefragt. Und was war die Location? War leider nicht rollstuhlgerecht, sodass ich nicht hinfahren konnte. Nichts mit Berlin, nichts mit Kerstin Gier. Ja. Aber okay, ich möchte den Leuten natürlich auch nicht die Schuld dafür geben. Wir konnten das ja nicht ahnen und ja, ist halt einfach doof gelaufen. Ja. Aber trotzdem habe ich mich wahnsinnig auf das Buch gefreut und ich bin auch mit der Geschichte, wie sie zu Ende gegangen ist, echt zufrieden. Man muss halt immer noch bedenken, dass das so eine eher jüngere Zielgruppe ist. Und ja, alles in allem finde ich halt, dass das Ganze eine total süße Geschichte ist. Sehr lustig und ja, der Schreibstil von Kerstin Gier ist einfach toll. Genau, dann habe ich ein anderes sehr, sehr gutes Buch gelesen. Auch sehr bekannt zurzeit. Haben sehr viele Leute gehypt, dass das das beste Buch des Jahres sei. So ein grandioses Buch hätten wir schon lange nicht mehr gelesen. Und ich hatte dann schon ein bisschen Angst, dass es mir nicht gefallen könnte. Und das habe ich mich öfters, wenn Bücher so extrem gehypt werden. Ich rede übrigens von Der Marianer. Sollte ich vielleicht auch mal erwähnen. Den Autorennamen kann ich nicht aussprechen. Es geht in dem Buch um den Astronauten Mark Watney und er ist eben ganz alleine auf dem Mars. Es gab nämlich einen Sandsturm, bei dem er verletzt wurde und seine anderen Mitastronauten, so sagt man doch bestimmt nicht, konnten sich gerade noch retten und denken eben, dass Mark bei der Sache mit dem Sandsturm ja gestorben ist. Und ja, dem ist aber nicht so. Mark Watney hat überlebt als einziger Mensch auf dem Mars und ja, wir begleiten ihn dann eben bei seinem Kampf ums Überleben. Und ich kann euch nur sagen, dieses Buch ist wirklich zu Recht gehypt. Ich finde es auch wirklich grandios. Mark Watney ist einfach der sympathischste Charakter, den ich seit langem erlebt habe. Er ist so lustig. Ich lese euch mal den ersten Satz des Buches vor. Denn da muss ich schon grinsen. Der erste Satz lautet nämlich: Ich bin sowas von im Arsch. Und da war ich schon dabei. Ich habe das Buch schon gefeiert und ich war einfach ja, total gespannt drauf, was Mark Watney dort erlebt. Und ich habe einfach jedes seiner Abenteuer wirklich gefeiert und war mit ihm dabei bei allen Höhen und Tiefen. Und ja, ich kann wirklich sagen, das Buch ist zu Recht gehypt. Es ist zum Teil nicht ein
einfach zu verstehen. Und ich möchte mir auch nicht anmaßen zu sagen, dass ich es komplett verstanden hätte, weil es sehr wissenschaftlich zum Teil ist, chemisch, physikalisch, und da war ich immer eine Miete drin. Allerdings war das gar nicht so schlimm, weil er hat das so lustig verpackt und es war einfach sympathisch, sodass man trotzdem weiterlesen wollte und dass die Passagen, die man eben nicht verstanden hat, ja einfach nicht so wichtig waren und auch nicht gestört haben. Von daher kann ich euch das Buch wirklich wärmstens empfehlen. Dann kommen wir leider auch schon zu meinem persönlichen Flop. Und es tut mir echt im Herzen weh, das sagen zu müssen, aber mein Flop ist Ein ganz neues Leben von Jojo Moyes. Ich kann mir den Titel allein schon nicht merken. Das ist die Fortsetzung zu Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Habe ich ja vor einigen Monaten gelesen und euch auch rezensiert. Das Buch ist ja sehr, sehr bekannt und als ich dann gehört habe, dass es eine Fortsetzung dazu geben soll, war ich sehr gespannt und habe mir das auch sofort vorbestellt. Ich war allerdings auch skeptisch, ob eine Fortsetzung davon gut ist, denn das Buch ist ja eigentlich abgeschlossen. Deswegen kann ich euch zu dem Inhalt dieses Buches auch gar nichts sagen, weil ich euch sofort spoilern würde. Ich würde euch sofort das erste Buch verderben. Deswegen schaut euch mal den Klappentext von Ein ganzes halbes Jahr an, falls ihr mehr davon wissen möchtet. Und ich muss leider sagen, meine Skepsis war begründet. Ich finde das Buch an sich wirklich gut geschrieben, aber es ist halt einfach nicht mehr als ganz nett. Es ist ganz nett, die Charaktere wieder zu treffen, ganz nett weiter zu verfolgen, was mit ihnen passiert, allerdings eben auch nicht mehr. Ich finde es so ein bisschen, ja, unnötig, muss ich schon fast sagen. Und da tun mir meine 20 Euro, die ich ausgegeben habe, so ein bisschen leid. Und das ist kein gutes Zeichen, wenn man denkt, ob man nur mit dem Geld hätte ich auch das eine oder andere Buch kaufen können. Ich fand es einfach so, ja, ganz nett. Falls ihr es auch gelesen habt, dann schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich weiß von ganz vielen, dass sie es toll finden. Es hätte nicht ein ganzes Buch sein müssen. Es hätte auch ein Epilog sein können oder so. Genau, als nächstes habe ich dann noch zwei weitere Teile der Webfolio-Reihe von Jay Lynn gelesen. Den ersten Teil wird da glaube ich genau gerade hinter mir. Und zwar habe ich als erstes Trust in Me gelesen. Das ist sozusagen das Pendant zu dem ersten Teil Wait for You. Hier geht es nämlich um die gleiche Geschichte. Also es passiert nichts Neues, aber eben aus der Sicht von Cam. Und der erste Teil ist ja aus der Sicht von Avery geschrieben. Und hier erleben wir eben Cams Gedanken, Cams Ansichten. Und man könnte denken, ach, wie überflüssig, die gleiche Handlung. Aber nö, ich fand es überhaupt nicht überflüssig. Klar, es ist halt die gleiche Handlung. Allerdings hat Cam ja auch andere, ja, Gedanken. Und ich war ja so ein bisschen verknallt in Cam seit dem ersten Teil. Und das hat sich hier auch nicht geändert. Ach ja. Und dann habe ich noch den dritten Teil gelesen. Be With Me. Auch ein sehr, sehr schönes Cover. Es sind halt so, ja, Liebesromane, wie man unschwer erkennen kann. Und hier geht es eben um Theresa. Theresa ist die Schwester von Cam. Und ja, die kommt jetzt eben auch an das College und die ist dann eben jetzt die Protagonistin. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Nicht so gut wie Teil 1 und 2, weil Cameron, ne, ist halt nicht mehr der Protagonist. Mach ich direkt mal weiter, sonst wird das Video wieder zu lang. Ich habe nämlich noch von dem Piper Verlag ein Risti-Exemplar erhalten. Vielen, vielen Dank dafür. Und es handelt sich dabei um Das Licht der letzten Tage. Ein wunderschönes Cover. Ich hatte mich ja direkt darin verliebt, bevor ich überhaupt wusste, worum es denn geht. Um euch ein bisschen was zu verraten, lese ich mal die ersten beiden Sätze des Klappentextes vor. Niemand konnte ahnen, wie zerbrechlich unsere Welt ist. Ein Windhandschlag und sie ging unter. Ja, der Klappentext bleibt ja sehr, sehr vage. Man erfährt irgendwie nur, dass die Welt halt untergeht. Natürlich möchte ich euch auch nicht so viel von der Handlung verraten, aber eins von der Weg. Falls ihr auch so ein bisschen die Befürchtung hattet, so wie ich, es gibt in dem Buch keine mystischen Wesen oder sowas. Man erwartet dann ja eigentlich so ein actionreiches Katastrophenbuch, also endzeitmäßig, wie man es eben auch schon aus ganz vielen Filmen kennt, wie 2012. Heißt das so? Ja, ich glaube schon. Wer darauf steht, wird dieses Buch wahrscheinlich eher nicht mögen, denn es ist auf keinen Fall actionreich oder so. Es ist vielmehr sehr ruhig, sehr atmosphärisch, melancholisch geschrieben
und ja, einfach sehr stimmungsvoll. Es ist vielmehr eine melancholische Erzählung über die Welt und die Menschen. Man erfährt sehr, sehr viel über die einzelnen Schicksale durch Rückblenden. Aber allgemein ist das Buch wirklich sehr, sehr ruhig und ich kann mir vorstellen, dass das einige langweilig finden werden. Mir hat es allerdings gut gefallen. Ich konnte irgendwie, weil so viel Stimmung aufgebaut wurde, sehr gut in die Geschichte abtauchen. Ich habe auch leider kein anderes Buch, das ich damit vergleichen könnte. Sonst würde ich euch das noch mehr beschreiben können. Aber falls ihr eher etwas Ruhiges möchtet, dann kann ich euch das Buch empfehlen. Falls ihr auf Action steht, dann nicht. So, kommen wir auch schon zu meinem letzten gelesenen Buch. Und zwar habe ich ein E-Book gelesen. Ich war nämlich ganz schlau. Ja, ich hatte einen sehr schlauen Moment. Und habe mich in der Bücherei angemeldet. Ja, ich habe gedacht, da gibt es nichts. Nur Kinderbücher oder so. Aber dem ist gar nicht so. Also selbst in meiner kleinen Bücherei gibt es wirklich eine große Auswahl. Und es gibt halt auch sehr viele E-Books, was mich sehr überrascht hat. Und die kann ich eben ganz einfach von zu Hause auf meine App laden und dann lesen. Und es ist einfach so, so günstig. Ich habe das Geld jetzt schon raus, obwohl ich nur ein Buch gelesen habe. Und zwar habe ich von Sebastian Fitzek ein Buch gelesen, nämlich Noah. Das geht eben um meinen Mann, der nicht weiß, wer er ist, wie er heißt oder wie er nach Berlin kam. Aber er wird Noah genannt, weil Noah ist in seiner Handfläche eintätowiert. Und es stellt sich dann eben ganz schnell heraus, dass Noah oder wer auch immer er ist, Teil einer ganz großen internationalen Verschwörung ist, die das Leben aller Menschen gefährdet. Ja, so viel zur Handlung. Ich war auf jeden Fall schon mal gepackt, weil ich mag so Verschwörungen oder Verschwörungstheorien eigentlich ganz gerne. Ich kann mich da in Büchern immer sehr gut reinsteigern und hineinversetzen, auch wenn ich persönlich überhaupt nichts von Verschwörungstheorien halte. Nee. Aber ich lese darüber eigentlich ganz gerne mal etwas. Und deswegen hat mich Noah sofort gepackt. Der Schreibstil von Sebastian Fitzek ist unheimlich gut. Also ich war ganz schön überrascht. Es hat mich auch ganz schön zum Nachdenken angeregt an der einen oder anderen Stelle. Falls ihr Noah auch schon gelesen habt, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Und ich würde, glaube ich, noch gerne andere Bücher von Sebastian Fitzek lesen wollen. Auch wenn dieses Buch jetzt eher untypisch für ihn sein soll, also diese Thematik. Aber damit der Schreibstil so gut gefallen hat, werde ich mir, glaube ich, noch das eine oder andere Buch mal von ihm anschauen. Und ja, ich bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht war ja die ein oder andere Empfehlung für euch dabei oder eben auch nicht. Auf jeden Fall würde ich mich wieder freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was euer Highlight des Monats war. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und schreibt mir einfach mal allgemein eure Meinungen zu den Büchern, die ich eben jetzt so gezeigt habe. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf den nächsten Lesemonat. Und ich wünsche euch noch einen tollen Tag und einen lesereichen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!